Aber das Wichtigste war natürlich, dass Edward Snowden Besuch bekommen hat aus Deutschland von Hans Christian Ströbele aus Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Tolle Aktion. Tolle Aktion. Ja. Die Grünen haben den größten Internet-Experten geschickt, den sie jemals hatten. Ein Digital Native, wie wir jungen Menschen sagen. Einer, der wirklich mit dem Internet groß geworden ist, der dieses Medium verstanden hat, der es mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Das ist toll. Hat sich auch extra auf einem verdunkelten Fahrrad zu Edward Snowden bringen lassen. Einfach, damit keiner weiß, wo er hin will. Dann kam er zurück und man sagte zu ihm, Herr Snowden, worüber haben Sie gesprochen? Ströbele. Snowden durfte nichts sagen. Dann wurde Ströbele gefragt, worüber haben Sie mit Snowden gesprochen? Dann hat der gesagt, Snowden steht für Transparenz. Deshalb ist der Inhalt des Gesprächs geheim. Da hat einer verstanden, worum es geht. Ströbele hat sich ja auch dafür stark gemacht, dass Snowden in Deutschland mindestens verhört wird, wenn nicht sogar hier Asyl bekommt. Das ist völkerrechtlich eigentlich nicht zu machen. Aber trotzdem wäre es natürlich toll. Edward Snowden in Deutschland, wir könnten so von ihm profitieren. Wir könnten uns auch von unserer großzügigen Seite zeigen. Gerade die großmäuligen Typen wie Wovereit könnten sagen, kommen Sie zu uns, Herr Snowden, kommen Sie nach Berlin. Sie können am Berliner Flughafen wohnen, solange Sie wollen. Oder Snowden könnte dem Verfassungsschutz helfen, endlich Windows 95 auf die eigenen Commodore zu spielen. Ja. Das wäre doch mal was. Das wären Maßnahmen. Aber die Frage ist natürlich, wenn Snowden in Deutschland wäre, nehmen wir es mal an, ist dann die Gefahr nicht sehr groß, dass er sofort ausgeliefert wird an die USA? Kritisieren, natürlich, auf jeden Fall. Oder ist die Gefahr noch größer, dass er ausgeliefert wird an Lanz, Jauch und Beckmann? Talkshow Waterboarding. Eine gezielte Form der Folter. Stell dir vor, Snowden bei Lanz. Oh. Oh. Aha. Oh. Freue mich sehr. Herr Boster. Oh. Schön, dass Sie da sind. Oh. Oh. Ich habe eine Frage an Sie, die ich Ihnen auch gleich stellen werde. Oh. Aber vorher muss ich mich erst einmal selbst befragen, welche der 128 Fragen, die man mir zusammengestellt hat, ich Ihnen überhaupt stellen möchte. Und wenn Sie am Ende der Sendung das Gefühl haben, dass Sie keine Frage beantwortet haben, weil ich sie mir alle selbst beantwortet habe, dann wissen Sie, Sie waren bei mir, bei Markus Lanz. Noch schöner Sitz bei Beckmann. Freue mich sehr. Freue mich, dass er da ist. Edward Snowden. Was ist das für ein Gefühl, Edward Snowden? Was ist das für ein Gefühl, Edward Snowden? Zusammen fühlt man sich da. Fühlt man sich ab und zu abgehört? Hört man ab und zu Stimmen? Hört man nachts Stimmen? Stimmen von Menschen, die man abhören muss. Hört man die Stimmen von Barack Obama? Hört man die Stimmen von Angela Merkel? Hört man diese Stimmen oder hört man sie nicht? Und wenn man sie hört, wann hört man sie? Wie hört man sie? Hören Sie jetzt gerade Stimmen? Jetzt, da Sie hier sitzen, hören Sie Stimmen? Dann ist das meine Stimme, die schönste aller Stimmen. Freue mich sehr.